Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr, naja, eine Pflanze korrekt, oder was heißt korrekt, da gibt es natürlich verschiedene Art und Weisen, das zu machen, aber wie ihr eine Pflanze eintopfen könnt, sodass diese dann in einer gewissen Weise auch in einer Hydrokultur ist, obwohl sie sich in einem Blumentopf befindet. Also bleibt dran, wenn ich euch jetzt nach und nach zeige, wie ich meistens meine Pflanzen eintopfe, damit sie dann schön wachsen können und sich auch keine Staunässe bzw. Fäulnis bildet. Und genau, also ich werde euch das Ganze jetzt einmal Schritt für Schritt zeigen. Zunächst einmal ist es besonders wichtig, und darüber soll es auch im Video vor allem gehen, eine Drainage zu bilden in eurem Gefäß, in welches ihr die Pflanze einpflanzen wollt. Hierfür benötigt ihr natürlich erst einmal einen Blumentopf, den ich auch hier habe. Und ihr könnt hier schon sehen, dass sich hier unten diese Löcher befinden, wodurch das Wasser eben auch abfließen soll. Ihr wisst aber, wenn man jetzt ausschließlich Erde in den Topf gibt, funktioniert das nie so gut, da die Erde auch die Löcher hier verstopfen kann und sich dann eben diese Staunässe bildet. Deswegen könnt ihr als ersten Schritt, um eine Drainage zu bilden, erst einmal hier kleine Glasscherben oder ähnliches mit reinlegen, bevor ihr dann das Tongranulat oben drauf packt, damit eben die Löcher hier nicht verschlossen werden. Aber ich habe hier einen eher kleinen Blumentopf und ich habe hier Tongranulat mit besonders großen Kugeln und dementsprechend denke ich, dass das hier jetzt nicht notwendig ist. Also ich werde hier einige der großen Kugeln eben als Drainageschicht in dieses Behältnis hier mit einfüllen. Und man kann jetzt auch schon sehen, finde ich, dass die Hohlräume auf jeden Fall nicht von den Kugeln verstopft werden, sondern dass das Wasser immer noch sehr gut hier abfließen kann. Und das ist eben das Erste, was ich immer mache, dass ich entweder zuerst Tongranulat in meinem Behältnis gebe oder eben Glasscherben und dann Tongranulat, um schon mal die Grundlage meiner Drainage zu bilden. Als nächstes könnte man jetzt ein Drainagevlies hier überlegen, damit sich eben nicht die Erde mit dem Tongranulat vermischt und dann doch wieder alles verstopft. Oder bei meinem Schneckenterrarium, Aquarium habe ich das auch verwendet, damit die Schnecken nicht das Tongranulat umgraben, sondern sich ausschließlich in der Erde befinden. Was ich in diesem Fall jetzt aber machen werde, wenn ihr kein Drainagevlies zur Hand habt, dann könnt ihr auch einfach diese Perlite hier mit einstreuen zwischen das Tongranulat. Diese Perlite sorgen dann ebenfalls dafür, dadurch, dass sie die Hohlräume des Tongranulats in einer gewissen Weise verschließen, dass die Erde eben nicht mehr dort durchsickern kann. Andererseits sind die Perlite trotzdem so grobkörnig und haben auch so eine Struktur und Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, dass das Wasser sich jetzt nicht hier staut, sondern trotzdem nach unten hinweg abfließen kann. Das wusste ich auch noch nicht so lange, dass man das so machen kann. Das habe ich erst kürzlich herausgefunden, eben weil ich kein Drainagevlies mehr hatte. Und das ist eine Methode, die wende ich jetzt eben gerne an, wenn ich kein Drainagevlies habe oder auch keines benutzen möchte, dass ich dann eben einfach solche Perlite hier in die Zwischenräume fülle. Und der dritte Schritt ist natürlich ganz klar. Im dritten Schritt kommt dann noch die Erde in unseren Blumentopf. Also, manchmal komme ich auch nicht zu einem Punkt. Bevor ich jetzt die Erde hier hineinsetze, möchte ich euch anhand dieser Kaffeepflanze jetzt aber erst noch einmal kurz demonstrieren, wobei ich das gleich auch noch gemacht hätte, warum ich gerne dieses System hier verwende. Wir haben hier eben diese Kaffeepflanze mit diversen Wurzeln. Und man kann hier auch sehen, dass sich an den Wurzeln durchaus Erde befindet. Würde man die Kaffeepflanze also so hier jetzt in den Blumentopf stellen, wären die ersten Wurzeln hier quasi Erdwurzeln und das Wurzelwerk darunter, bei diesen würde es sich um Wasserwurzeln handeln. Denn man kann hier schon sehen, wenn ich das Ganze hier neben dem Blumentopf halte, dass hier ungefähr die Schicht beginnen würde mit der Drainage
Und die Wurzeln würden potenziell aus dem Topf herauswachsen. Und sollte sich dann auf dem Untersetzer dieses Blumentopfes beispielsweise Wasser stauen, dann kann die Pflanze mit Hilfe ihrer Wasserwurzeln das Wasser trotzdem aufnehmen, während der obere Teil der Pflanze eben die Erdwurzeln darstellen und die Flüssigkeit und generell das Nahrungsangebot dann eben aus der Erde aufgenommen wird. Also man könnte die jetzt hier mit einsetzen, dann würden sich die Wurzeln eben durchgraben durch das Tongranulat bis zum Boden. Wobei, wenn ich die Pflanze jetzt hier eingepflanzt hätte, hätte ich sie eingepflanzt, während ich das Tongranulat hier hineingebe, da es hier schon eine ziemliche Schicht ist. Aber so könnt ihr euch das Ganze eben vorstellen, wie das wäre, wenn ihr jetzt eine Pflanze da einsetzen würdet. Durch die Kombination aus Tongranulat, Perliten und eben der Erde, welche ich jetzt hinzugeben werde, habt ihr dann quasi auch eine gewisse Hydrokultur in eurem Blumentopf, obwohl es sich dennoch um ein Einpflanzen in Erde handelt. Und das ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise, das Ganze mal zu handhaben, wenn ihr genervt seid vom Einpflanzen der Pflanzen in Erde, euch eine Hydrokultur im, naja, in dem Sinne, wie man es wohl so kennt, euch auch nicht zusagt. Dann könnt ihr euch mal dieser Alternative hier widmen und eine Tongranulatschicht vermischen mit Perliten und darauf dann Erde geben. Ihr könntet natürlich die Erde jetzt auch nochmal mit Perliten mischen. Das habe ich hier zum Teil auch immer etwas getan, wie man es hier sehen kann, durch diese weißen Bestandteile in der Erde. Aber das ist jetzt keine Notwendigkeit. Das mache ich nur gerne so, beziehungsweise das handhabe ich gerne so, um dann eben auch diese Struktur der Erde aufzubrechen, dass sie sich etwas auflockert. Und dadurch kann das Wasser wiederum dann natürlich auch umso besser wieder hier abfließen nach unten hin. So sieht das Ganze dann eben aus, wenn ich versuche, nicht versuche, wenn ich Pflanzen, wenn ich Drainageschichten in Blumentöpfen bilde, um meine Pflanzen dort einzusetzen, damit ich dann eben auch etwas weniger Arbeit habe im Sinne von Staunässe und auch Fäulnisse der Wurzeln. Und ich hoffe, dass euch meine Art und Weise, Blumen einzupflanzen bzw. das Ganze hier zu bilden, dass es euch etwas geholfen hat. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt, ob ihr das auch so macht oder ob ihr ein Drainagevlies bevorzugt oder ob ihr auch diese Perlit-Methode verwendet. Das könnt ihr, wie gesagt, mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich lerne auch sehr gerne immer von euch. Ansonsten würde es mich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mich abonniert, wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen wollt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns zu einem anderen Zeitpunkt dann wiedersehen. Eure Gartenfee Maja. Bis bald.